What's poppin', Party People? Wir haben ja unseren Flug nicht gekriegt und unseren Abflug 10 Tage nach hinten geschoben. Das kommt mir ganz gelegen, weil ich nämlich seit ewig langer Zeit, und ewig langer Zeit sind ungefähr 8 Wochen, in denen ich darüber nachdenke, zu fasten, Heilfasten zu machen. Ich habe schon mal gefastet hier auf YouTube vor, boah, ich glaube 2016, vor 6 Jahren. Allerdings in einem Fastenhotel, weil ich es bis dato selbst noch nie geschafft hatte. Also ich habe vorher schon zweimal versucht zu fasten, Wasserfasten zu machen und habe jedes Mal nach, keine Ahnung, 10 Stunden abgebrochen und mir einen Burger geholt. Und dann bin ich damals in ein Fastenhotel gegangen, weil ich wusste, okay, unter Aufsicht kriege ich das hin. Und es hat auch geklappt und es hat mir sehr, sehr gut getan. Aber trotzdem hatte ich das dann so abgehakt und habe gedacht, okay, das wollte ich einmal in meinem Leben gemacht haben. Ich habe es jetzt gemacht. That's it. Nun ist es aber so, dass ich auf Instagram Dr. Simone Koch folge, die in letzter Zeit super viel übers Fasten spricht. Ich habe auch so ein paar gesundheitliche Struggles, wo es echt ganz vorteilhaft sein könnte, regelmäßig zu fasten. Und deswegen dachte ich, ich mache das. Ich haue jetzt, bevor wir abfliegen, noch so eine Fastenwoche rein. Warum sollte man eigentlich fasten? Warum tut man sich das an? Wenn ich Patienten empfehle zu fasten und vor allen Dingen Leuten, die noch nie gefastet haben und die vielleicht auch besonders dringend fasten sollten, sage ich immer dazu, ich sage es Ihnen gleich, das wird kein Spaß. Vor allen Dingen beim ersten Mal. Warum also sollte man sich das antun? Warum über die Phase drüber kommen, in der es schwer wird, in der man leidet und so weiter? Für wen ist Fasten wirklich sinnvoll? Es gibt verschiedene Aspekte, die man sich da nehmen kann, warum es Sinn macht zu fasten. Grundsätzlich ist es so, wir sind eigentlich Jäger und Sammler, also so, das waren wir ursprünglich. Und dass ständig Nahrung zur Verfügung steht, da sind wir nicht für gemacht. Unser Körper ist daran adaptiert, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen es nichts gibt. Und braucht diese Phasen, um sauber zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich nehme da als Beispiel immer gerne, wenn man eine Großküche hat in einem Restaurant und es kommen pausenlos die Tickets rein und es muss gekocht werden, gekocht werden, gekocht werden und es ist 24/7 Betrieb, dann hat man nie die Möglichkeit, wirklich sauber zu machen und zu gucken, welche Geräte funktionieren nicht mehr, welcher Topf ist vielleicht angeschlagen, welche Pfanne schon so zerkratzt, dass man sie lieber nicht mehr benutzen könnte. Und erst, wenn wirklich Ruhe ist, wenn die Küche mal dicht ist, dann kann man halt diese ganzen Inspektionen machen, wirklich super sauber machen und dann halt zum Beispiel auch gucken, okay, hey, von der Pfanne hier können wir den Griff noch benutzen, aber die Pfanne selber ist Schrott und so weiter und so weiter. Und so ist es in unserem Körper auch. Diesen Vorgang nennt man Autophagie und nur während der Autophagie kann der Körper wirklich, also in der Autophagie macht der Körper wirklich sauber und das kann er nur, wenn metabolische Ruhe herrscht, wenn also mal kein Treibstoff reinkommt. Das ist der wichtigste Grund fürs Fasten. Wichtige andere Gründe können zum Beispiel sein spirituelle Gründe, dass man die Herausforderung sucht und dass es verschiedene andere hormonelle Vorteile auch noch hat. Die Autophagie ist aber der Hauptgrund und der Hauptgrund, warum Fasten so schön und sinnvoll ist. Es wirkt verjüngend, es wirkt antientzündlich, der Körper erkennt, welche Zellen eventuell mit Viren und Bakterien befallen sind, welche Zellen mit Giftstoffen befallen sind und eliminiert werden sollten, welche Zellen überaltert sind, sogenannte Zombie-Cells. Der Körper erkennt, welche Teile von Zellen, also Zellorganellen, das ist das, was darin arbeitet, nicht mehr okay ist und so weiter. Das heißt, Fasten ist prinzipiell für jeden geeignet, besonders aber auch geeignet für Menschen mit Insulinresistenzen. Und Insulinresistenzen haben in Europa in etwa wahrscheinlich einen Anteil von Menschen, die das haben, von in etwa 30%, ist also ziemlich häufig. Und Insulinresistenz ist die Ursache für chronisch stille Entzündung, welches die Ursache ist für alle Zivilisationskrankheiten wie Demenz, wie Krebs, wie Autoimmunerkrankungen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Also auch hier super, super hilfreich. Und gerade die Menschen, die sagen, wenn ich länger als 2-3 Stunden nichts esse, dann geht es mir total schlecht. Das ist ein Zeichen für eine Insulinresistenz und das sind leider die, die besonders vom Fasten profitieren würden. So, wir haben 15 Uhr am ersten Fastentag und ich fühle mich sehr gut. Ich fühle mich jetzt schon wie, als ob ich essen sollte, weil ich merke, dass ich nicht so viel Energie habe. Latent dieses Gefühl, was man hat, wenn man zu lange nichts gegessen hat, aber ansonsten geht es mir super. Da ich ja meistens
erst um 11 Uhr das erste Mal am Tag was esse und dann schon lange wach bin, kennt mein Körper das auch. So ein bisschen Intervallfasten. Es ist 20 Uhr des ersten Fastentages und mir geht es echt gut. Mein Magen knurrt, also ich würde sagen, ich habe keinen Appetit, sondern eher Hunger. Aber ich ignoriere meinen Körper komplett. Ich weiß, dass ich damals häufig abgebrochen habe, weil ich super viel kreisende Gedanken um Essen hatte und ich lasse diese Gedanken gar nicht zu. Ich versuche jetzt gar nicht irgendwie über Essen nachzudenken oder wie das schmecken könnte, weil mich das wahrscheinlich einfach nur quälen würde. Das klappt aber sehr gut. Also ich halte mich einfach beschäftigt. Ich war heute viel draußen, habe jetzt so ein bisschen gearbeitet, bin noch relativ fit. Also ich merke jetzt noch keine Müdigkeit, keine Kopfschmerzen. Wäre jetzt ein normaler Tag und kein Fastentag, dann würde ich so sagen, fuck man, ich habe richtig schlimm Hunger. Für Tag 1 fühlt sich das echt gut an. Also ja, ich habe es mir schwerer vorgestellt. Ich werde mir jetzt meine Brühe machen. Das habe ich mir schon den ganzen Tag aufgehoben. Und mich einfach vor eine Serie knallen. Und da freue ich mich richtig doll drauf, jetzt gleich was Salziges in meinem Mund zu haben. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Okay, es gibt eine Sache, die ich vergessen habe, die ich noch machen muss. Ein Einlauf. Falls ihr noch nie gefastet habt, das ist total gängig, dass man seinen Darm eigentlich am ersten Tag komplett entleert. Und die meisten Leute machen das mit Glaubersalz. Also das ist ein Zeug, was du trinkst und dann scheißt du alles aus. Und dann macht man aber meistens noch eine Enddarmreinigung, indem man halt sowas Wasser in den Anus einführt. Und da noch einmal zacki-zacki alles rausgejagt wird. Ja, und es ist aber so, dass ich kein Glaubersalz nehmen möchte. Das sagt mir einfach so mein Gefühl. Ich habe voll die Darmprobleme, richtig schlimme. Und ich will da nicht noch mit was Aggressivem rangehen. Deswegen habe ich jetzt heute Morgen einfach Flohsamenschalen getrunken. Das habe ich gegoogelt. Das kann man auch als Alternative nehmen. Und ich wollte aber trotzdem jetzt zumindest für den Enddarm, mit dem ich keine Probleme habe, so einen Einlauf machen. Und den habe ich aus der Apotheke. Kommen wir zum TMI dieses Videos. Das ist so ein Ding. Und dann drückt man das da raus. Und dann ist das so eine Flüssigkeit, die kommt in den Darm. Das werde ich nicht filmen. Let's do it. Auf der Verpackung steht 15 bis 20 Minuten. Danach sollte das Ganze losgehen. Aber es fühlt sich an, als ob es jederzeit losgehen möchte. Okay, ich kenne das noch aus der Fastenkur. Man soll so lange aushalten wie möglich und es würde Sinn machen, wenn man in jeder Position sich bewegt, damit es jeden Quadratzentimeter des Darms erreicht. Könnt ihr eine Kerze? Oh Gott. Alles Weitere ist nicht für eure Augen und Ohren bestimmt. 12 Sekunden später. Ich fühle mich jetzt, als hätte ich meine Hausaufgaben gemacht. Jetzt gehe ich meine Brühe trinken. Fastentag 1 von 5 ist geschafft. Das einzige Supplement, was ich übrigens die ganze Zeit über weiter nehmen werde, ist Magnesium. Ich kann euch leider nicht mehr alle Gründe sagen. Einer ist, dass der Darm in Bewegung bleibt, aber auch irgendwelche Entgiftungsprozesse. Deswegen nehme ich das abends jetzt noch. Ich hoffe, dass mein Magen das verträgt. Fürs Erste bin ich zufrieden und dankbar. Gute Nacht. Bis morgen. Guten Morgen. Fastentag Nummer 2. Ich bin heute Morgen irgendwie aufgewacht mit einem richtig beschissenen Körpergefühl von oh, mein Magen knurrt, ich habe Hunger. Aber jetzt geht's schon wieder. Jetzt habe ich ganz viel Wasser getrunken, habe mich ein bisschen fertig gemacht. Meine Augenlider tun so weh. Ich glaube, ich habe nach 20 Jahren wieder Neurodermitis. Glaube ich. Also meine Augenlider sind so voll geschwollen und gerötet und entzündet. Auch eine Sache, von der ich mir hoffe, dass sie besser wird. Durchs Heilfasten. Ich mache jetzt Trockenbürsten. Das haben die in dem Fastenhotel auch gemacht. Man nimmt halt so eine Bürste und dann bürstet man mit den Lymphbahnen von dem ganzen Körper zum Herz hin. Das soll irgendwie bei der Entgiftung unterstützen. Ich glaube, das ist auch voll gesund, auch wenn man nicht fastet. Es gibt so Instagram-Kanäle von so Frauen, die sagen, so wird man, sieht man ewig jung aus und die machen das auch. Auch im Gesicht mit diesen Schabern und mit diesen Bürsten und die sagen, wenn man das Lymphsystem unterstützt, dann entgiftet man so, dass der Körper länger jung und gesund bleibt. Ich wiederhole nur, was ich gehört und gesehen habe. Ich bin gerade vor der Arbeit draußen spazieren. Ich glaube, das nehme ich mir so 300 von 365 Tagen im Jahr vor. Aber man kommt durch dieses Fasten, dass man so mit sich selbst und seinem eigenen Körper beschäftigt, dass diese Entschleunigung echt voll gut funktioniert. Also
Es fühlt sich gerade so richtig gut an, so morgens um 9 Uhr schon durch die Sonne zu laufen. Ich arbeite ja von zu Hause, ich muss ja nicht mal durch den Arbeitsweg irgendwo hin. Da kann ich mich dran gewöhnen. Ich habe gerade 2 Stunden lang einen Podcast aufgenommen mit Sam. Ich hatte die ganze letzte Woche Angst vor heute, weil ich gedacht habe, am 2. Fastentag werde ich so unterzuckert sein, dass ich mich gar nicht konzentrieren kann. Und es hat richtig gut geklappt. Ich konnte gerade 90 Minuten Podcast aufnehmen. Ohne Probleme. Also seid ihr so Snacker oder seid ihr so Menschen für große Mahlzeiten? Ich bin eine Person, die große Mahlzeiten isst. Das heißt, ich habe das voll oft, dass ich eigentlich vorhabe, alle 4-5 Stunden zu essen und dann vergesse ich es aber doch und esse dann irgendwie nach 7 Stunden. Und dann bin ich schon so richtig ausgehungert. Und genau diesen Moment hatte ich gerade, als ich aufgelegt habe und das Mikrofon ausgestellt habe. Ich bin komplett ausgehungert. Ich brauche jetzt eine Mahlzeit. Und dann ist immer der Moment, wo man diese Erlösung hat, wenn man isst. Und es bleibt einfach aus. Und zwar nicht nur gestern und heute, sondern auch morgen und übermorgen und den Tag danach. Wie so ein Mückenstich, den man nicht kratzen kann. Was passiert dann beim Fasten? Zunächst mal habe ich noch was im Bauch. Das ist die sogenannte postabsorptive Phase. Das heißt, der Körper kann noch Sachen aus dem Darm zuerst resorbieren. Das geht dann in etwa so bis zu 6 Stunden, bis der Darm dann leer ist. Wenn man sehr viel Protein gegessen hat, eventuell auch 8 Stunden. Und danach fängt er an, das Glykogen, was in der Muskulatur und in der Leber gespeichert ist, aufzubrauchen. In etwa nach 24 Stunden ist dieses Glykogen verbraucht und hier muss jetzt der Switch erfolgen zwischen der Verbrennung von Glykogen und der Verbrennung von Ketonkörpern, die jetzt zunehmend von der Leber gebildet werden. In der Übergangsphase betreibt unser Körper Gluconeogenese, das heißt, er verbraucht vor allen Dingen, wenn er keine gute metabolische Flexibilität hat, das heißt, wenn er sich schwer damit tut, Ketonkörper zu produzieren. Und das ist vor allen Dingen der Fall, wenn man eine Insulinresistenz hat, weil unter hohem Insulinspiegel, und bei einer Insulinresistenz hat man sehr hohen Insulinspiegel, kann der Körper keine Ketonkörper produzieren. Das heißt, ich habe eine Übergangsphase, wo ich keine Glucose mehr zur Verfügung habe als Treibstoff, aber noch keine Ketonkörper. Und dann muss sich der Körper eventuell behelfen, indem er aus Proteinen wieder Glucose macht, bis dann der Insulinspiegel, dadurch, dass kein neues Essen reinkommt, zunehmend runter sinkt und jetzt auch Ketonkörper produziert werden können. Und diese Ketonkörperproduktion läuft, je nachdem, wie metabolisch flexibel ist, richtig gut an, irgendwo zwischen 24 und 36 Stunden. Deswegen sollte man vor allen Dingen bei einer Insulinresistenz mindestens 36 Stunden fasten. Richtig gut in Gange kommt sie nach 48 Stunden. Und erreicht dann so ihr Maximum ab 72 Stunden, was der Grund ist, warum die Empfehlung ist, dass man optimalerweise mindestens einen Zeitraum fasten sollte von 3 bis 4 Tagen. Für viele ist es 5 Tage ein guter Zeitraum. Da habe ich dann auch eine super gute Autophagie. Länger als 5 Tage erzeuge ich dann zunehmend dem Körper auch schon Stress. Länger als 7 Tage auf jeden Fall. Sodass vor allen Dingen, wenn man nicht schwerst übergewichtig ist und das vor allen Dingen auch zu Gewichtsverlustzwecken nutzen will, meiner Meinung nach ist nicht viel Benefit dabei gibt, länger als 5 Tage zu fasten und auch schon 3 Tage sind super. Wir haben jetzt Ende des 2. Tages und mir geht es echt ganz gut. Also heute war es insgesamt ein bisschen härter, wenn ich über Essen nachgedacht habe. Ich habe richtig doll meinen Magen-Darm, auf jeden Fall meinen Magen gespürt. Wenn der Magen sich so ein bisschen aggressiv anfühlt, wenn man Hunger kriegt, wisst ihr, so dieses Magenknurren, als wenn sich das reibt irgendwie so. Es war irgendwie voll unangenehm, weil mich das den ganzen Tag dran erinnert hat, so, du hast nichts gegessen, du hast nichts gegessen. Aber kein Schwindel, keine Kopfschmerzen. Also es war wirklich einfach nur dieses Hungergefühl. Aber sonst ging es mir körperlich richtig gut. Und was mir eben aufgefallen ist, ich habe mit einer Freundin telefoniert und wir haben 3 Stunden telefoniert und wir haben schon jetzt nicht so Palaver-Gossip-mäßig gesprochen, sondern schon so auch Sachen ein bisschen auseinandergenommen, dass ich weiß, dass ich normalerweise mental erschöpft gewesen wäre nach dem Gespräch. Aber ich war richtig geistig fit. So, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, könnte ich schon in der Ketose drin sein? Geistig war ich so wach. Ich hätte nochmal 3 Stunden reden können. Und deswegen habe ich mir Keto-Sticks in der Apotheke bestellt. Die hole ich morgen ab. Das sind einfach Urinstreichen, da pinkelt man drauf und die zeigen einem an, ob man Ketone im Urin hat. Ich werde jetzt mal ins Bett gehen, weil ich mich sehr, sehr doll freue auf den Moment, wo ich morgen aufwache und realisiere, es ist der 3. Tag. Ich habe 2 komplette Tage gefastet. Ich bin halt mein ganzes Leben lang ein super undisziplinierter Mensch gewesen.
was ich eigentlich nie so schlimm fand, weil ich es eigentlich auch an mir mag, dass ich nie böse auf mich bin, dass ich einfach meine eigenen Regeln breche, mache, worauf ich Bock habe, mache, was Spaß macht, esse, was Spaß macht. Aber langfristig, so für die Gesundheit, es ist mir schon irgendwie wichtig, ein gewisses Maß an, ich will es nicht Selbstdisziplin nennen, ich will es eher Selbstsicherheit nennen, Selbstverantwortung, dass ich mich darauf verlassen kann, dass, wenn ich das Gefühl habe, etwas würde mir gut tun, dass ich das dann auch durchziehe. Und ich war richtig doll motiviert, mit dem Fasten anzufangen. Aber wenn du dann am zweiten Tag so krass heftig Hunger hast, dann ist auch mal für 5 Stunden vielleicht keine Motivation da. Da freue ich mich einfach, dass ich auch, als die Motivation weg war, trotzdem gesagt habe, nein, ich habe mir das versprochen, also ziehe ich das durch. Für manche Leute ist es vielleicht genau andersrum. Es gibt bestimmt auch Leute, die immer alles durchziehen und denen es gut tun würde, mal locker zu lassen. So, und jetzt kommt Kevin und ich gehe ins Bett. Gute Nacht, bis morgen. Good morning. Der Morgen heute Morgen ist nicht so geil, muss ich sagen. Also ich bin aufgewacht, habe mich voll scheiße gefühlt, aber das hatte ich gestern auch schon, dass ich so aufwache, richtig doll auf Klo muss, meinen Magen voll doll merke und so denke so, oh mein Gott, what the fuck. Also so, dass mein Magen so, ich so meinen Magen so doll merke, so richtig schlimm Hunger, aber so schmerzender Hunger irgendwie. Dann musste ich so doll auf Klo und irgendwie hatte ich das Gefühl, oh mein Gott, mein Körper ist ein einziger Schmerz. Ja, und jetzt habe ich es irgendwie nur bis aufs Sofa geschafft. Wenn ich aufstehe, meldet sich mein Kreislauf auch voll schnell und ich bin richtig energielos und mein Magen macht mich fertig. Ich glaube, wenn ich jetzt aufstehen würde und meinen Kreislauf in Schwung bringen würde, dann würde es mir viel besser gehen. Das ist meine Vermutung, weil ich voll auf dem Internet gelesen habe, dass man morgens sportlich sich betätigen soll, um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Aber ich bin so demotiviert. Ich habe so eine richtig ganz schwere, tiefe Demotivation und Energielosigkeit in mir. Kevin hat mir eine Kanne Kamillentee gemacht. Die flöte ich mir jetzt erstmal rein, weil ich will meinen Magen nicht mehr spüren. Der nervt mich. 20 Minuten später. Gestern kam mir noch ein Gedanke. Ich lag im Bett und habe bewusst absichtlich an eine Pizza gedacht. Und ich fand es so faszinierend, weil diese Gedanken, glaube ich, so automatisch beim Verzicht in einem hochkommen. Aber wann verzichten wir hier bei uns schon mal auf Nahrung? Weil wir alles zugänglich haben und es in unserem Land ja Hunger sehr selten gibt. Zumindest unter Menschen, die gerade auf YouTube rumchillen. Wie krass es ist, dass wir essen können. Wenn ich Kevin gestern beim Essen beobachtet habe, habe ich so gedacht, ich wusste bis vor einer Woche nicht, wie wenig ich Essen wertschätze. Obwohl ich von mir gesagt hätte, ich bin ein absoluter Genussmensch und ich liebe Essen und ich weiß Essen total doll zu schätzen. Jetzt ist es so, Essen ist in meinem Kopf wie Gold. Besser noch, lebenserhaltender. Ich habe so Kevin angeguckt und habe zu ihm gesagt, weißt du eigentlich, wie doll du das wertschätzen müsstest? Du solltest jetzt beten. Bete wenigstens zu Mutter Natur und dem Universum und dank ihm für dieses Käsetoast, was du gerade essen kannst. Du hast Zugang zu etwas, was nicht nur deinen Körper nährt, sondern so lecker ist. Und vor allen Dingen, dass du etwas essen kannst, was danach Frieden bringt. Dass Hunger sowas ist wie ein unerträgliches Jucken, was sich fast ein bisschen krank anfühlt. Essen ist dann wie eine Heilung. Du isst es und danach ist es weg und du bist einfach zufrieden und friedvoll. Ich bin so dramatisch, aber ich habe so Hunger. Okay, Kevin hat mir Keto-Sticks aus der Apotheke mitgebracht, weil es macht Spaß, Sachen am eigenen Körper zu testen und auf Sachen drauf zu pinkeln. Das bedeutet, ich bin schon in der Ketose. Nice! Oder eher das? Nee, eher das, ne? Kevin ist gerade mit mir zum Getränkemarkt gefahren und ich habe mir Heilwasser geholt. Ich habe nämlich eben gegoogelt, wie ich dieses Magenknurren, diese Magensäure, die ich spüre, irgendwie wegkriegen kann. Und in jedem Blog Beitrag stand, man soll sich Heilwasser holen mit einer sehr hohen, über 1300 Konzentration von Hydrogencarbonat, weil das die Säure neutralisiert. Es endet Fastentag Nummer 3. Irgendwie war es einfacher und schwerer als die letzten Tage. Es war einfacher, weil ich stolz in meinem Kopf hatte, dass ich es bis zu Tag 3 geschafft hatte und heute mehr als die Hälfte rum ist. Aber in meinem Körper war es richtig hart. Ich habe mir dann eben die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Fasten und Abführen, also durch Oral, komplett hindurch, auch Dünndarm abführen, durchgelesen. Und da stand, dass das Abführen für den positiven und gesundheitlichen Effekt des Fastens nicht wichtig ist. Aber
sehr, sehr wichtig ist für das Wohlbefinden, weil es eben das Hungergefühl so stark runterfährt. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Ciao! Süßig aus. Guten Morgen zu Fastentag Nummer 4. Ich habe gerade auf so einen Ketosestreifen gepinkelt. Wenn ein Girl in der Ketose ist, dann bin das wohl ich. Fühl mich immer noch nicht geil, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe super viel Energie und ich glaube, also ein paar viele Leute sagen ja so, ab Fastentag 3 geht's dir mega krass gut. Was mich nur so ein bisschen besorgt ist, dieses Magenbrennen und mein Ruhepuls ist super hoch. Ich hab ja diesen Aura-Ring, mit dem halt nachts gewisse Werte gemessen werden. Und ich habe sonst immer einen Ruhepuls nachts so durchschnittlich von 50 bis 55. Und ich hatte heute Nacht einen Ruhepuls durchschnittlich von 74. This is not a little bit more, this is a lot more. Außerdem brennt es so ein bisschen mein Pinkeln. 2 Stunden später. Ich habe jetzt Nahrungsergänzungsmittel mit dazu geholt. Also ich habe jetzt eben Omega-3-Algenöl genommen mit bisschen Vitamin E. Und ich habe jetzt Athletic, also AG1. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so, da sind so ganz viele Pflanzenstoffe drin. Weil ich mir erhoffe, dass diese Magensäure vielleicht ein bisschen von Übersäuerung kommt. Und ich vielleicht dadurch so ein bisschen basisch entgegenwirken kann. Weil andere Leute, die fasten, die trinken ja auch Gemüsesäfte und so. Ja, dann macht das ja schon Sinn irgendwie, ne? Kevin lacht über mich, weil meine Amazon-Bestellung gerade angekommen ist. Lacht er nicht über dich? Es ist ein Premium-Einlaufset. Ich habe gestern mit meiner Freundin Dina gesprochen und habe ihr von meinem Hungergefühl erzählt. Und sie meinte so, du musst einen Einlauf machen. Ganz oft. Und dann habe ich gesagt, die aus der Apotheke. Und sie so, nee, die mit Wasser. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das macht Sinn. Weil das ist dann ja nicht aggressiv, sondern nur Wasser. Ich glaube, jetzt gerade bin ich wirklich in einer, man nennt es Fastenkrise. Ich denke jede Minute darüber nach abzubrechen und denke immer, du kannst es ja in 10 Minuten abbrechen. Und jetzt, nein, du, warte noch 10 Minuten. So schiebe ich das nach hinten. Special Interest, Kevin. Fahrsimulatoren. Und was macht dein Freund so? Mein Freund, Rennfahren, zumindest. Nicht Busfahren oder sowas. Ach so, da bist du dann aber schon auch diskriminierend, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, also Busfahren und Bahnfahren als Simulator ist jetzt schlechter als Formel 1. Ja, schon. Ich fahre ja nicht Formel 1. Sondern? Einfach Rennen mit normalen Autos hier, so, die man auch auf der Straße fahren könnte. Heute Morgen, als ich in die Küche gekommen bin, war da so ein Marmorkuchen, so ein eingepackter von Balsen. Nein, hab ich auch schon gesehen. Gefährlich sowas. Den habe ich auf meiner Zunge gespürt. Ich wusste genau, wie der schmecken würde in meinem Mund. Willkommen, Leute, zu Fastentag Nummer 5. Oder nennen wir es Abbruchtag. Ich habe eben beschlossen, dass ich einen Tag früher das Fasten breche. Mir geht's irgendwie nicht gut. Mein Körper sagt mir, hör auf. Ich bin heute Morgen wach geworden mit einem Puls von 110. Mein Magen tut einfach so, es ist so ein unangenehmes Gefühl. Wenn ich jetzt diesen Tag durchziehe, dann ziehe ich ihn nicht für meinen Körper durch, sondern ich ziehe ihn aus Prinzip durch. Aus Prinzip, damit das Video rund ist, aus Prinzip, weil ich mir was beweisen will. Und eigentlich soll es ja genau um das Gegenteil. Ich werde gerade voll emotional, was soll das? Also ich will jetzt irgendwie nicht das Bild vermitteln für Leute, die sich nicht mit Fasten auskennen, dass Fasten ungesund ist und gefährlich ist oder sowas. Ganz im Gegenteil. Wenn ihr auf Instagram nach Heilfasten guckt, dann werdet ihr super viele Reels finden von Menschen, die sagen, dass der erste und zweite Tag super schwer ist und danach man nur noch gute Gefühle hat und guck mal, wie ich außer Atem bin, nur weil ich rede. Und man das Gefühl hat, man könnte das ewig machen. Und dieser Zeitpunkt ist bei mir einfach nicht eingetreten. Ich bin ja auch nicht unter ärztlicher Aufsicht und habe ja auch so ein paar gesundheitliche Issues. Ich habe erreicht, was ich erreichen wollte. Ich war 3 Tage in der Ketose. Ich bin mir sehr sicher, dass ich mir damit schon was sehr Gutes getan habe. Aber ich habe das Gefühl, alles, was jetzt darüber hinausgeht, würde mir schaden, weil irgendwas nicht in Ordnung ist. Wenn ihr sowas mal machen wollt und ihr habt Schiss, dass das bei euch irgendwie auch so sein könnte, wenn ihr das jetzt hier hört, es gibt ganz, ganz viele tolle Fastenhotels oder Dr. Simone Koch hat jetzt auch ihren ersten begleiteten Online-Fastenkurs gemacht, wo man jeden Tag dann online einer Ärztin Fragen stellen kann. Ich habe mir gerade einen Apfel geschnitten, der hier liegt. Ich wollte gerne mit euch zusammen Fasten brechen. Ich bin gerade irgendwie richtig down. Ich könnte gerade voll heulen. Mein Körper fühlt sich scheiße an. Das Wetter ist scheiße. Gott, was ist denn heute los mit mir? Ich habe so krass Stress in meinem Körper. Boah, heftig. Apfel ist leer.
Oh Gott, mir geht's gerade richtig schlecht. 2 Stunden später. So, mein zweites Gericht des Tages ist Porridge. Das ist jetzt Haferflocken, Hafermilch, ein bisschen Erdnussmus und Zimt und Apfel. Ich höre jetzt einfach auf meinen Körper und mein Körper hat die ganze Zeit an Porridge mit Apfel gedacht. Sonst denkt mein Körper eher an Pizza. Nächsten Tag. Es ist der nächste Tag. Gestern ging es mir so schlecht. Ich muss mich auf meinen Körper konzentrieren. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich gestern das Fasten abgebrochen habe. Ich habe meiner Ärztin geschrieben und sie meinte, dass es dann wohl auch gut wäre, dass ich abbrechen würde, weil ein erhöhter Puls auf einen Sympathikotonus, einen erhöhten Sympathikotonus, also dass das Stresssystem im Körper sehr hoch fährt und der Körper nicht entspannen kann. Und dass bei ihr, wenn sie fastet, der Puls tendenziell eher niedriger wird. Ich habe sehr doll Probleme mit einem hohen Puls und mit Kurzatmigkeit. Ich vermute, dass ich zu schnell gefastet habe nach meiner Corona-Erkrankung. Ich bin trotzdem froh, dass ich es gemacht habe. Kann jetzt auch in eine neuere Ernährung starten. Habe jetzt zum Frühstück wieder Obst gegessen und so eine goldene Milch und so. Und fühle mich sehr gut damit. Vielen Dank, dass ihr mich beim Fasten begleitet habt, dass ich die Videos gedreht habe. Für euch hat mich definitiv auch am Ball gehalten, auch wenn es jetzt zum Ende hin nicht mehr so gut war. Ihr seid süß und klein. Wir sehen uns, wenn ich auf dem Weg bin, an einen Ort, wo ich sehr braun werden werde. Ciao.